Die Frage nach dem Museum der Zukunft ist eine interessante. Die haben wir als Haus schon längst beantwortet. Wir sind das Museum der Zukunft. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Ein Museum und Transformation. Viele Leute werden sagen, das ist doch ein Widerspruch in sich selbst. Für uns ist die konstante Veränderung Teil unserer DNA. Wir sind hier in einem Gebäude, was 60.000 Quadratmeter hat, von denen wir mit der Gesellschaft 5.000 Quadratmeter teilen. Der Rest ist wie 8. Mai 1945. Wir sind seit dem Krieg nicht angefasst worden. Das sind Herausforderungen, die eine Transformation der Bausubstanz und der Art und Weise, wie wir baulich funktionieren, bedeutet. Zum Zweiten haben wir eine Sammlung aus über 30 Millionen Objekten, die wir von einem analogen Zustand wie hier hinter mir in einen digital zugänglichen Zustand überführen müssen. Das heißt, wir müssen eine Organisation mit und für die Welt werden. Eine ganz klare Maßgabe für unsere Digitalisierung ist, dass sie öffentlich frei verfügbar gestellt wird. Das heißt, jede Person mit einem Internetzugang wird vollen Zugang zur Sammlung haben. Die Programmatik, die hier im Sauriersaal stattfindet, hat sich gewaltig geändert. Vor 15 Jahren wird man hier gelehrte Vorträge gehalten haben. Heute diskutieren wir genau an diesem Ort, an dem wir jetzt sitzen, mit Klimakleberinnen live im RBB. Für uns geht es darum, ein Ort der Begegnung, des Dialogs und der Demokratie zu sein.